Liebe Axino Capital Investoren Community, heute ist es wieder soweit. Ich habe unseren Geschäftsführer und Experten Wolfgang Seibold im Interview. Und wir sagen häufig oder stellen häufig die Theorie auf, dass der Goldpreis anhand vieler Faktoren eigentlich steigen muss. Wir sind also sehr, sehr bullisch auf Gold. Doch am Ende des Tages stellt sich doch die Frage, warum eigentlich? Und heute möchte ich mit Wolfgang einfach mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Und was steht denn dahinter, wenn wir sagen, wir glauben, dass der Goldpreis steigt? Wolfgang, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Das ist großartig. Und vielleicht richte ich die Frage direkt mal an dich weiter. Warum glauben wir, dass der Goldpreis steigen muss? Ja, Jan, vielen lieben Dank, dass wir heute wieder die Chance haben, für unsere Investoren-Community hier ins Eingemachte zu gehen. Ich muss aber vorweg noch sagen, ich habe ja schon viele Interviews gemacht und war eigentlich in allen Interviews immer bullisch auf Gold und habe auch gesagt, es ist eher ein größeres Risiko, nicht dabei zu sein. Das war eigentlich die perfekte Strategie. Auf allen Währungen hat eigentlich Gold zugelegt, auch auf Euro-Basis. Und das sollte man sich einfach nochmals vergewissern. Aber jetzt zu deinen Fragen. Warum, wird Gold weiter steigen? Da gibt es für mich mal drei treibende Gründe. Wir fangen mal mit dem ersten an. Wir haben natürlich, viel mehr Nachfrage seitens der Investoren, weil diese Investoren natürlich auch merken, Inflation ist da, Geldentwertung und. Wir haben auf der anderen Seite sehr starke Nachfrage auch seitens der Zentralbanken. Auch die müssen ja umdenken. Wenn du jetzt eine große Nation bist und große Währungsreserven hältst von verschiedenen Ländern und du merkst, ja, das Geld wird halt geflutet, wird entwertet, dann musst du dich ja auch als Staat irgendwo schützen oder du solltest es zumindest. Also auch da ist die Goldnachfrage sehr, sehr stark angestiegen in den letzten Jahren. Eigentlich von allen Nationen, grob gesagt, auch von relativ kleinen und eher unbekannten Zentralbanken. Und das zeigt, dass auch die umdenken. Also wir haben mehr Nachfrage seitens Investoren, seitens Zentralbanken. Der zweite sehr, sehr wichtige Aspekt ist eigentlich auch, wir finden gar nicht so viele Unzen Gold, wie wir jedes Jahr abbauen. Ich meine, 80 Millionen werden jährlich abgebaut und wir finden, glaube ich, so um die 40. Wir haben ja selbst bei Axino Capital, da müssen wir nachher noch den Disclaimer vielleicht hinweisen, zwei Unternehmen, die haben ja schon plus minus 10 Millionen gefunden. Einmal die De Grey Mining, eine huge discovery, wie man so schön sagt im Englischen, also einen großen Fund. In Australien haben die nachgewiesen und unsere Nova Minerals in Alaska, die auch knapp an den 10 Millionen Unzen eigentlich stehen. Das sind also wirklich substanzielle Funde, aber beide Projekte sind noch nicht in Betrieb. Also da wird noch nichts abgebaut. Und wir reden ja quasi von dem jährlichen Abbau von 80 Millionen gegenüber 40 Millionen, die neu vielleicht on stream gehen, also die neu in Produktion kommen, die dann auch abgebaut werden können. Und dieses Delta, ja, das ist einfach eine Angebotslücke. Und wenn die Nachfrage so bleibt oder eher steigt, müsste einfach auch Angebot- und Nachfrageseitig schlichtweg das Gold oder das Edelmetall weiter steigen. Aber aus meiner Sicht eigentlich der treibendste Grund und die stärkste Kraft ist eigentlich die globale Verschuldung. Die ist ja exponentiell nochmals hochgegangen seit der letzten Finanzkrise 2008. Ich habe damals nicht gedacht, dass das System noch so lange durchhält, aber wie man sieht, auch ich kann falsch liegen, bin ja auch nur ein Mensch. Und man kann natürlich auch mit vielen Mechanismen steuern, aber ich glaube, wir haben schon übersteuert. Die Zentralbanken haben mit ihrer jahrelangen oder auch jahrzehntelangen Niedrigzinspolitik wahrscheinlich ja, den Bogen schon überspannt. Und es flog ja schon ein bisschen uns um die Ohren. Die ist ja bekannt, dieser Zinsanstieg war letztendlich auch ein Riesenschuss ins eigene Knie. Ja, die Bilanzen sind mit Milliardenverlusten versehen worden. Und auch da muss man ganz klar sagen, das wird auch wahrscheinlich in der Zukunft noch ein wesentlich größerer treibender Effekt sein, wo wir unsere Verschuldung nach wie vor ausdehnen müssen. Ausweitung der Verschuldung, das heißt, das Anwerfen der Druckerpresse ohne Gegenleistung, ohne Wirtschaftsleistung heißt immer Inflation. Und das sind sicherlich die Hauptgründe, warum auch da ein Goldpreis weiter durch die Decke gehen wird. Wir warten nur eigentlich fast täglich darauf, bis er endlich nochmals über die 2000 geht und das Allzeithoch mal antatscht. Aber wir glauben schon, es ist kein Problem, dieses Jahr noch da drüber zu gehen und auch Kurse zwischen 2300 oder 2500 US-Dollar zu sehen. Das wäre natürlich für alle Leute, die bullish auf Gold sind, hervorragend. Und das hat natürlich auch einen, ja, großen und positiven Einfluss auf vor allem die kleineren Firmen, die
Firmen, die vielleicht einen größeren Leverage haben. Das sind ja vor allem die Explorationsfirmen und die Developmentfirmen. Du hast es vorhin angesprochen. Wir haben da jetzt die zwei größeren Firmen mit mehr Unzen im Boden, Nova Minerals und De Grey Mining. Die sind beide noch nicht in der Produktion, aber eben noch in einem der Frühstadien. Wir haben Firmen, die sind noch weit davor, vor diesen Stadien. Und all diese Firmen, die würden natürlich durch einen steigenden Goldpreis extrem profitieren. Jetzt ist es so, man kann ja mit seinen Erfolgen durchaus auch öfter mal angeben. 2019, da hast du gesagt, Uran- und Lithium-Aktien, die sind spannend. Und wenig später konnten Leute auf unserem Umfeld gleich drei Aktien mitnehmen, wo mehr als eine Verzehnfachung drin war. Jetzt hast du im Oktober auf der Edelmetallmesse gesagt, okay, rückwirkend war das sehr gut. Wir glauben jetzt aber eher an Goldminenaktien. Seitdem muss man zugeben, der Goldpreis ist gestiegen. Ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt bei 1700 US-Dollar. Wir sind bei 2000 US-Dollar aktuell. Plus viele Goldminenaktien konnten profitieren. Allerdings muss man fair sagen, nur die Großen, die Royalty Companies und die Big Player. Das Geld nach unten ist noch nicht durchgeflossen. Kannst du uns vielleicht da noch mal ein bisschen was zu sagen? Wenn du von Goldminenaktien sprichst, meinst du ja wahrscheinlich das generelle Spektrum und auch das, worauf du dich spezialisiert hast, die Small Caps. Was brauchst du jetzt noch? Wir sagen immer, es braucht den höheren Goldpreis als Treiber, aber ist das wirklich alles? Was glaubst du, was muss passieren? Ja, du hast völlig recht. Ich habe diese Aussagen getroffen und die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe mal geschaut, also 20% konnten wir mit einer Barrick oder auch mit einer Agnico ganz locker mal einfahren bis heute. Aber klar, die kleine Explorer, die kleinen Small Caps, die haben eigentlich da noch gar nichts abbekommen. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, die Investoren haben eher eigentlich noch Gelder aus den Märkten herausgezogen, auch bei den Edelmetall Juniors, ja. Und das liegt sicherlich auch daran, dass der, ja, Risikoappetit einfach schlichtweg nicht so sehr groß ist oder vielleicht auch, ja, geringer wurde. Und was bedarf es, um da wieder Musik reinzubringen? Ich glaube schon einen steigenden Goldpreis. Wir erinnern uns, haben wir schon fast wieder vergessen, ja, das Covid-Jahr 2020 zwischen März und August ist der Goldpreis ja ähnlich stark durch die Decke gegangen. Da sind eigentlich die Juniors gelaufen, da ist Risikokapital reingekommen. Also bei starken Goldpreisanstiegen, obwohl wir die jetzt gesehen haben, da beginnt dann auch wieder, sagen wir mal, das Risikokapital wieder in die Märkte zu fließen. Deswegen sind wir auch für dieses Jahr äußerst optimistisch. Natürlich reichen jetzt vielleicht die 2000 noch nicht aus. Mancher sagt sich vielleicht auch, na ja, vielleicht geht es ja gar nicht weiter, ja. Die können sich noch diese Zahlen, die wir sehen werden, offensichtlich noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber Gold wird auch vielleicht mal die 3.000 oder die 5.000 knacken können. Wenn man vergleicht, wo eigentlich andere Assetklassen sind, dann ist Gold eigentlich noch extrem günstig, Silber auch, obwohl jetzt ja ein kleiner Move da war. Und ich glaube, wenn das die Leute mal verstehen, wo die Chancen liegen oder auch die großen Produzenten wieder noch mehr Geld verdienen, was sie ja schon tun. Die haben schon stattliche Margen. Du siehst aber auch, die M&A-Transaktionen nehmen wieder etwas zu. Ich habe jetzt gesehen, in den letzten Wochen sind auch etliche mittelgroße Firmen mit Finanzierungen wieder bedacht worden. Also es sind so Indikationen, wo wir sagen, ja, das Geld fließt schon wieder, vielleicht noch nicht von den kleinen Investoren, von den Retailern, aber sicherlich von denen, die das Game sehr gut verstehen, die auch ein Sentiment-Feeling haben. Da wird schon wieder investiert, die positionieren sich. Deswegen sind wir eigentlich positiv. Aber ich glaube, der Goldpreis muss ausbrechen. Ja, das gibt dann nochmal so ein klares Signal. Hey, da geht was. Und dann fließt auch wieder das Risikokapital, was wir dringend brauchen für die kleinen Explorer. Super, Wolfgang, jetzt hast du mir im Prinzip auch schon die letzte Frage ideal auf dem Servierteller gelegt. Wir reden davon, der Goldpreis, der soll hochgehen, am besten sogar dramatisch, also 20, vielleicht auch 30%. Ja, wenn wir von den 2400, 2500 US-Dollar sprechen, dann wäre das ein solcher Anstieg. Jetzt sagt ein anderer aber vielleicht, also der Goldpreis, der macht doch keine solchen Sprünge. Der hat in den letzten 10 Jahren, hat er ungefähr 400 US-Dollar zugelegt. Wie soll der denn jetzt innerhalb von kurzer Zeit das auch nochmal wiederholen? Ist es denn so, dass der Goldpreis viel zu hoch ist und man nicht einsteigen sollte? Du hast ja anfangs schon was dazu gesagt, aber was ist dein Statement gerade zu solchen Aussagen? Also wenn wir von 10% Inflation ausgehen und auch davon ausgehen, das ist mal ein längerer Zeitraum, da gibt es übrigens sehr, sehr gute Charts, die wir vielleicht hier einblenden sollten von meinem Freund Ronald Stöfferle von Incrementum. Vielen Dank auch für diese guten Ausarbeitungen hier. Dann zeigt sich einfach, wir hatten in den 70er, 80er Jahren über viele, viele Monate oder Jahre sogar hohe Inflation. Und du musst dich schützen mit Edelmetallen. Du kannst dich auch anders gar nicht gegen eine Geldentwertung schützen.
Und wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation eher hoch bleibt oder vielleicht sogar aus anderen Gründen noch höher steigen kann, dann führt das gar nicht drum herum. Man muss auch wirklich nochmal hier extrem betonen, und das hast du schon mehrfach auch in deinen Videos ja immer wieder gesagt, aber das sollten wir auch hier nochmal zum Ausdruck bringen. Es ist nicht der Goldpreis, der steigt, sondern es ist die Papierwährung, die schlichtweg schwach wird und immer schwächer geworden ist. Ich habe neulich was gelesen, also der US-Dollar als Weltwährung sei ja gar nicht so schlecht gewesen. Ja, im Vergleich zu anderen Währungen hat er sich dann doch auch ganz gut gehalten mit ein paar Peaks und Ausschlägen. Aber im Prinzip hat der US-Dollar gegenüber anderen Fiat-Währungen sich eigentlich als Weltwährung, ja, ich sag mal, gut positioniert und auch gut gehalten und hat auch dafür gesorgt, dass es funktioniert. Aber gegenüber Gold hat um 95% an Kaufkraft verloren. Das zeigt schon ganz klar, was unser Problem ist, nämlich das stetige Schulden machen, Schulden machen, Schulden machen. Die Amis sind ja schon wieder quasi an ihrer Obergrenze. Ja, die Frau Lagarde hat ja schon wieder Angst, oh, wenn die jetzt nicht ihre Schuldenlimite da erhöhen und dann quasi der Staat pleite wäre, das wäre ja ein weltweites Problem, mit dem wir gar nicht haushalten könnten. Ja, das sind Probleme. Die Schulden steigen und steigen und steigen und deswegen ist eigentlich der Goldpreis nicht hoch. Im Gegenteil. Wir wissen ja auch die Mechanismen um die Edelmetallpreise herum, wie die funktionieren. Da können wir in einem separaten Video nochmals ins Detail gehen. Sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht einfach nur, um das, was du gerade gesagt hast, nochmal bildlich ein wenig abzurunden. Du hast es mir mal sehr schön erklärt, was, wenn es heißt, eigentlich steigt nicht der Goldpreis, sondern die Papierwährungen sinken. Das kann man sich anhand der Kaufkraft ganz gut vorstellen. Herr Wolfgang hat mal gesagt, wenn man früher sich einen maßgeschneiderten Anzug kaufen wollte von einer guten Marke, dann hat das ungefähr eine Unze Gold gekostet. Die war vielleicht damals 10, 20, 30, 40 oder 100 Dollar wert, je nachdem wann. Heutzutage kostet ein maßgeschneiderter Anzug von einer guten Marke in guter Qualität auch ungefähr eine Unze. Und so kann man sich, glaube ich, diesen ganzen Werterhalt, den Gold bringt und dementsprechend mit der verbundenen Steigerung auf dem Chart, kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Oder würdest du da noch was ergänzen? Das könnte ich nicht besser sagen. So ist es. Aber das muss Ideal. man einfach auch verstehen, was das bedeutet. Viele Anleger träumen halt in ihrer lokalen Währung, weil sie nicht über den Tellerrand rausblicken. Und da müssen wir immer wieder auch appellieren, dies zu tun. Und wie du sagst, genau so ist es. Perfekt. Dann, Wolfgang, ich danke dir für deine Einschätzung zum Goldpreis, warum er steigen wird, warum er steigen muss, wie hoch er vielleicht steigen kann. Ich denke, das sind alles Themen, die für Investoren interessant sind, das auch nochmal aus deinem Mund zu hören. Mit über 30 Jahren Erfahrung in dem Sektor und deinem Netzwerk kriegt man einfach sehr viel mehr Wissen mit, was man komprimiert weitergeben kann. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn ihr als Investoren Fragen habt, auch speziell an Wolfgang, dann schreibt sie uns einfach gerne unten in die Videokommentare und wir versuchen schnellstmöglich darauf zu antworten.